So, hallo, heute grüße ich euch mal wieder aus der Buchhandlung Beurer. Heute ist der dritte Freitag im November und das ist ja immer der Vorlesetag. Ich habe euch heute was Schönes mitgebracht. Das Büchlein heißt Zuweilen Wein, Zuweilen Wasser und stammt von einem Autor aus Besigheim, nämlich dem Walter Künzlen. Er hat hier verschiedene Sachen zusammengefasst, mehrere nette kleine Geschichten und ich möchte euch den Homer im Wartesaal vorlesen. Der Winter 1928-29 war bitterkalt. Wochenlang herrschten Temperaturen von 25 und mehr Kältegraden. Am Sonntag spielte auf der gefrorenen Enz die Stadtmusik und mein Onkel Gottlob lief dazu graziös Schlittschuhwalzer. Der Neckar war bis Hessigheim fest zugefroren, sodass wir hin und zurück eine etwa 12 Kilometer lange Schlittschuhbahn hatten. Aber der Schulbesuch war hart. Die Bahn stellte morgens um 6 Uhr nur einen einzigen Personenwagen zur Verfügung, um Reisende zum Anschlusszug nach Bietigheim zu bringen. Der Wagen war ein Museumsstück. In der Mitte des Raumes stand wie ein großes Fass ein runder, eiserner Kohleofen, der aber wegen der kurzen Strecke nicht angeheizt wurde. Zitternd saßen wir wenigen Schüler eng aneinander gedrückt. Meine Mutter hatte mir besonders warme Strümpfe gestrickt, die sogar noch die Oberschenkel bedeckten. Ich denke, in diesem Winter hat sie sich besonders um mich gesorgt. In Ludwigsburg, meiner Schulstadt, kam ich morgens schon um 7 Uhr an. Die Schule begann aber erst um 8 Uhr. Da ich der einzige Schüler des Gymnasiums war, der so früh fahren musste, erklärte der Hausmeister, wegen eines einzigen Schülers schließe er nicht so früh die Schule auf. Und der Rektor gab ihm recht. Da sich dieser Schüler sonst unbeaufsichtigt in der Schule befände, dürfe er erst 10 Minuten vor 8 die Schule betreten. So ging ich also vom Zug gleich in den Wartesaal des Bahnhofs. In jenen Tagen war das ein überfülltes Lokal voller Rauchschwaden, Mief und Dunst. Ich habe eine schreckliche Erinnerung daran. Die Menschen drängten sich so sehr in dem Raum, dass ich anfangs nur auf dem Boden sitzen konnte. Es waren nur wenig wirkliche Reisende anwesend. Die meisten Besucher des Wartesaals in dieser frühen Stunde waren Obdachlose, Arbeitsscheue und Bettler. Oft befanden sich Betrunkene darunter. Eines Morgens war auf einer Bank noch ein Plätzchen frei. Schnell drängte ich mich hinein. Wie gewohnt ging ich noch an meine Hausaufgaben und zog auch den Homer aus der Mappe. Ich weiß nicht mehr, welchen Gesang wir vorbereiten sollten. Vielleicht den Besuch in der Unterwelt. Er hätte am besten in die Umgebung gepasst. Ich erinnere mich noch, wie erstaunt ich war, als mein Nebensitzer seinen Finger auf den Text richtete und mir die Hexameter leise ins Ohr flüsterte. Ich blickte verwundert auf. Ein alter Mann saß neben mir mit einem gütigen Großvatergesicht. Hinter der Nickelbrille leuchteten warme Augen, die sich an meinem Staunen freuten. Ja, Bub, das habe ich auch einmal gelernt. Und ich war nicht der Schlechteste im Griechischen. Leise fügte er hinzu. Und jetzt siehst du, was aus mir geworden ist. Man sah es im abgeschabten Mantel, an den ausgetretenen Stiefeln, am stoppeligen Gesicht. Er ließ mir nicht viel Zeit, um Fragen zu stellen. Gemeinsam machten wir uns ans Übersetzen. Er konnte es viel besser als ich und half mir geschickt weiter, wenn ich stockte. Als ich gehen musste, sagte er, morgen am selben Platz. Von da an hatte ich jeden Morgen eine Stunde Homer im Wartesaal. Er brachte es fertig, mir immer einen Platz freizuhalten, mitten im Gedränge. So gerne hätte ich mehr über ihn erfahren. Es war wie eine Figur von Charles Dickens oder aus einem Roman von Jack London, deren Bücher ich damals las. Aber er wich meinen schüchternen Fragen aus. Er komme morgens hierher, um sich aufzuwärmen. Das war alles, was er von sich preisgab. Aber ich hatte in jenen harten Tagen für eine Zeit lang einen Freund gewonnen. Als das Frühjahr kam, fehlte er eines Morgens im Wartesaal. Er hatte sich nicht von mir verabschiedet. Von da an hat mein Griechisch merklich nachgelassen. Mir hat diese Geschichte besonders gut gefallen, weil hier zwei ganz unterschiedliche Menschen, unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Herkunft, zusammenfinden über einem Buch. Ihr seht, ein guter Lesestoff ist immer was wert. Bleibt gesund. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.